warum muss ich oder soll ich Yogalehrer werden und ein paar Tipps für die ersten Schritte. Warum ich mich für diese Lektion oder für dieses Thema entschieden habe, zum einen, weil wir uns alle selten treffen, zum anderen bin ich sicher, dass von einigen weiß ich es sogar, bin ich sicher, dass unter euch Leute dabei sind, die entweder jetzt mit dem Unterrichten anfangen oder in den nächsten Jahren mit dem Unterricht anfangen werden. Vielleicht ist es von einigen in der heutigen Sicht noch nicht absehbar, dass ihr unterrichtet. Aber wenn man mir das vor 7, 8 Jahren gesagt hat, du wirst mal Yogalehrer, hätte ich das auch niemals geglaubt, dass es mal so sein wird. Also setzen wir jetzt hier schon eine kleine Weiche nach vorne und vielleicht ergibt sich das auch bei manchen anderen Leuten, die es jetzt vielleicht noch nicht wissen, dass sie mal unterrichten werden. Zuerst zu meiner eigenen Geschichte. Ich habe damals viele Systeme ausprobiert, um meine Gesundheit wiederherzustellen. Natürlich habe ich in der Kindheit und während meiner Jugend auch einige Bücher gesehen, wo so Abbilder oder kleine Geschichten von richtigen Yogis drin waren, so richtige Dürre-Asketen. Und ich habe das alles so abgetan, das war mal so eine ganz alte Zeit und das gibt es heute nicht mehr und habe in den späteren Jahren keine Aufmerksamkeit diesen ganzen Sachen geschenkt, obwohl ich irgendwo schon eine Resonanz zu diesen Sachen gehabt habe. Weil es ja in Europa ein spezifisches Yoga angeboten wird, hätte ich mir das auch nie vorgestellt und hätte mich auch nie entschlossen, irgendwo hier eine Ausbildung zu machen oder Yogalehrer zu werden. Ja, weil man vom Charakter und vom eigenen Natur ganz andere ist als viele, die man hier betrachtet hat. Als ich dann André Werber gesehen habe, in der ersten Lektion, da gab es sowas wie eine Rückkopplung zu diesen Büchern und zu diesen Sachen, was ich in der Jugend gesehen habe. Und ich war mir dann bewusst, dass es doch auch geht und dass es sowas auch gibt in der heutigen Welt, in dieser Welt, dass man diese Praktiken wirklich ernst ausführt und dass man nach den alten Traditionen praktiziert und dieses Yoga praktiziert, also das wahre Yoga eben, oder wie manche das nennen, Yoga auf erwachsene Art. Dieser Begriff kommt daher, weil man viele Sachen eigentlich spielen kann und so tun als ob, aber der Sinn dahinter und die Verständnis, sind nicht da. Oder man macht es wirklich richtig mit dem Sinn und Verstand. Das andere, was man noch ansprechen muss, beim Begriff Yoga in der heutigen Welt, ist bei vielen, dann kommen solche Bilder zustande, das ist irgendwie eine Gymnastik oder Strecken oder Dehnen auf der Matte. Das richtige Yoga, von dem ich spreche, ist eigentlich zum einen das Kennenlernen des eigenen Ichs, also die Selbsterkenntnis, die Suche nach bestimmten Fragen. Zum anderen ist es die Eigenkontrolle. Die Matte, das ist der erste Schritt. Also da beginnt es mit Kontrolle des Körpers. Danach wird der Atem kontrolliert durch Pranayamas, die inneren Energien kontrolliert, der eigene Verstand kontrolliert und das höhere Bewusstsein des einen kontrolliert. Also Yoga ist auch eine Kontrolle und wird dementsprechend Schritt für Schritt aufgebaut. Leider bleibt es bei vielen beim ersten Schritt eben nur bei der Matte. In den früheren Zeiten war es so, dass Yoga eben als Tiefenmeditation betrachtet wurde und als eine Technik der Selbsterkenntnis betrachtet und so auch ausgeführt wurde. Zum anderen ist Yoga eine Verbindung oder wird auch als Verbindung übersetzt. Die Verbindung zum einen zu seinem inneren höheren Bewusstsein und das innere höhere Bewusstsein ist ein Teil des göttlichen Bewusstseins. Also wenn man jetzt diese Verbindung anstrebt durch das eigene Ich, hat man dann auch die höhere Verbindung zu dem höheren Bewusstsein, also zu göttlichen Energien und eigentlich dorthin, wo man hergekommen ist. Also es ist auch ein schrittweiser Weg, wie das göttliche Bewusstsein Schritt für Schritt seine Eigenschaften verändert und letztendlich in der materiellen Welt landet. Und so wird die Seele dann als ein kleiner
Tropfen des Ozeans, also Ozean ist der Gott oder die göttliche Energie, der Schöpfer. Und jeder von uns ist ein kleiner Tropfen, der in der Eigenschaft Gott gleicht, aber nicht in der Menge sozusagen, nicht in der Größe. Und so müsste man wieder aus dieser materiellen Welt sich rausschaffen und nach den Weg zu Energie, Geist, also mentale Felder und wieder nach oben schaffen, diesen Bezug wiederfinden, den man verloren hat. Wenn ich zu meiner Geschichte zurückkehre, natürlich habe ich dann mehr Lektionen vom André Verbo angeschaut, hat mich alles sehr berührt und sehr viel auch im Inneren Resonanz gefunden. Ich habe angefangen, mit diesen Leuten auch Kontakt aufzunehmen, diese Leute kennengelernt. Und dann war es so, dass ich mit André Verbo direkt gesprochen habe in Moskau und der zu mir gesagt hat, morgen fängt der neue Lehrerkurs an, also die Ausbildung zum Yoga-Lehrer. Man kann das auch online machen. Ein halbes Jahr hat es gedauert und damals war ich noch nicht entschlossen. Bringt mir das was? Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Zum einen habe ich schon gedacht, dass bei einer Yoga-Lehrer-Ausbildung solche Sachen offenbart werden oder gesprochen werden, die wo in den normalen Lektionen nicht sieht, die wo kostenlos ins Internet gestellt werden. Zum anderen hat der auch ein bisschen nachgeholfen und hat mich motiviert, das zu tun mit folgender Aussage. Es ist jetzt nicht wichtig, wo man sich jetzt befindet, ob man jetzt Schüler hat oder keine Schüler hat, viele Leute kennt oder wenig Leute kennt. Es geht darum, je mehr Wissen man selber hat, das Universum ist so geschaffen, dass es bestimmte Prozesse gibt und wenn man selber viel Wissen hat, schafft das Universum für dich Bedingungen, dass du mit diesem Wissen teilen kannst. Und dem war meine Sorgen darüber, dass ich irgendwie, auch wenn ich die Ausbildung habe, keine Schüler finde, keine Gruppe aufbauen kann, waren damit irgendwie beseitigt und so stellt sich das mittlerweile auch heraus. Also man muss jetzt nicht ständig rennen und irgendwelche Leute suchen, denen man was erzählen kann, sondern die Leute kommen nach und nach selber. Und so unterrichte ich schon seit 2012 und mittlerweile ist die Gruppe oder die Gemeinschaft und die Freunde, die ich auch in Deutschland habe, wird immer größer und immer mehr, was mich auch sehr freut. Am Anfang war ich noch ein bisschen alleine und bin ständig nach Russland gefahren, um dort die Erfahrungen zu sammeln, um dort dieses Wissen und diese Praktiken halt zu erlernen und herzubringen, weil es in dieser Art in Deutschland bis jetzt ich noch nicht angetroffen habe. Aber man muss das auch verstehen, es gibt viele Richtungen, viele unterschiedliche Yoga-Arten und Yoga-Schulen, das ist auch richtig so, das muss auch so sein. Es gibt nicht sowas, dass die einen falsch sind, die anderen richtig, die einen schlecht, die anderen gut. Weil die Menschen alle verschieden sind, wird jeder für sich das finden, was ihn anspricht und was für ihn gerade richtig ist. Deshalb muss es eine große Auswahl geben, muss es viele unterschiedliche auch Lehrer geben, von der unterschiedlichen Denkweise. Und die ziehen gerade die Gruppe an, von denen die Denkweise sich ähnelt. Das war nur so ein kurzer Einblick in die eigene Geschichte. Danach muss man auch, das ist auch aus meinem eigenen Leben und Verständnis, als ich mehr von den Karma-Gesetzen verstanden habe, als ich angefangen habe zu verstehen, was auf der Erde eigentlich in letzter Zeit so passiert, und mich in so einer Situation wiedergefunden dann habe, dass ich ja in einer Fabrik an bestimmten Maschinen arbeite und bestimmte Sachen produziere, die letztendlich der Umwelt nichts Gutes tun, die gerade diese technokratische Welt noch verstärken und ich meine Lebenskraft da rein investiere, in diese technokratische Zivilisation, die die Erde zerstört. Und mir war dann schon klar, dass ich irgendwie aus diesen Rahmen mich lösen muss und irgendwie einen anderen Weg anstreben muss. Natürlich bietet sich dann sowas wie Yoga-Lehrer oder Kampfkunstlehrer hat sich dann bei mir als erstes ergeben schon an, weil man arbeitet mit Leuten und man hilft den Leuten, sich zu entwickeln, man hilft den Leuten, sich gesund zu halten und ja, trainiert die Leute eigentlich. Das ist vom Karma her und von der Energie sehr viel positiver und besser als meinetwegen in einer Fabrik, was weiß ich, Flugzeuge oder Autos zu bauen oder irgendwo
Bodenschätze abzubauen und Raubbau an der Erde zu betreiben. Also dort, wo eure Energie hingeht oder hingehen wird, dieses Karma wird auch hier ansammeln und bestimmte Energien werden zu euch zurückkommen, dementsprechend. So war auch meine Motivation dann, eben etwas Gutes auch für die anderen zu tun und mehr Gesundheit in der Welt zu schaffen. Und weil ich gesehen habe, das hat mir sehr geholfen, diese Techniken allein auf physischer Ebene, meine Gesundheit wieder herzurichten und aufzubauen, habe ich gedacht, ich muss auch das mit anderen Leuten teilen, muss den anderen Leuten das auch anbieten. Der nächste Punkt ist folgender, dass zu fast 90% oder 95% von euch bin ich mir sicher, dass jeder auch seine Schüler irgendwo hat. Nur die Schüler sind zum einen im Schlafzustand und die Lehrer sind auch im Schlafzustand, sage ich mal, so wie meine ersten, sage ich mal, 7, 8 oder 29 Lebensjahre waren. Man lebt in einer illusorischen Welt. Jetzt ist die Illusion auch immer noch da, bloß die Illusion kann mehr sein oder die kann weniger sein. Und wenn man mit Praktiken, mit Wissen die Illusion etwas abbaut und zum eigenen Ich mehr und mehr kommt, heißt es so aufwecken oder erwecken. Natürlich sind auch die Schüler um einen herum, die leben vielleicht im gleichen Land, in einer anderen Stadt oder irgendwo befinden sie sich, aber die schlafen auch noch und die warten noch auf ihren Punkt. Die werden von selber wach und werden früher oder später selber zu euch kommen und euch selber bestimmte Fragen stellen. Also aber der Anfang und als erstes muss man selber aktiv werden und muss man selber an sich arbeiten, sich selber verändern. Und weil bei den karmischen Schülern es so ist, dass ein Yoga-Lehrer mit seinen Schülern Leben für Leben diesen gleichen Weg geht und so von euch, wenn ihr Yoga-Lehrer im Potenzial seid, das ist jetzt nicht wichtig, ob ihr es jetzt schon seid und unterrichtet, ob ihr in 10 oder in 20 Jahren es mal sein werdet, es kann alles schneller gehen, als man selber denkt. Und jeder von euch ist auch mit bestimmten Leuten verbunden. Deshalb ist es ja in unserem Club oder in unserer Richtung so gewünscht, dass es so viele Yoga-Lehrer wie möglich gibt, damit jeder Yoga-Lehrer zu seinen eigenen Schülern kommt und seine eigenen Schüler unterrichtet und halt auf einen bestimmten Weg führt. Weil es sowas gibt es nicht, dass einer der Oberguru von der vom ganzen Planeten ist, er ist nicht karmisch mit allen Leuten verbunden. Also diese Prinzipien müsste man auch verstehen. Aber jeder von euch ist mit einer anderen Gruppe von Leuten verbunden, karmisch. Ihr kennt die Leute noch nicht alle, aber die werden dann auch nach und nach zu euch kommen und aufwachen. Das heißt, angenommen diese Videos oder alles andere, was wir ins Internet stellen, alles, was ich bei meinen Versammlungen erzähle, bekommen manche Leute nicht zu hören und nicht zu sehen. Wenn einer von euch aber aktiv wird und das Gleiche macht, bekommt er seine Gruppe, wie soll ich mal sagen, zum Wachsein, zum Wachzustand und er spricht die anderen Leute an. Weil die Leute oder eure karmischen Schüler, die mit euch karmisch verbunden sind, werden mich nicht verstehen und werden diese Videos im Internet auch gar nicht finden. Deshalb ist es auch eine Motivation für jeden Einzelnen, für euch oder für die Zukunft, das mal zu überlegen, darüber nachzudenken, ob es für euch auch nicht die Möglichkeit oder eine der Möglichkeiten ist, sich im Leben zu verwirklichen. Es muss jetzt nicht klein sein, dass man seinen ganzen Beruf und alles schmeißt und dann sagt, ich werde jetzt Yoga-Lehrer und geht in eine Ausbildung. Man muss das Schritt für Schritt herangehen und Schritt für Schritt bewältigen. So alles auf einmal und von 0 auf 100, das funktioniert nicht. Man hat so ein Sinnbild dazu, das ist wie so ein Knall oder ein Komet, der brennt ganz hell und ganz stark, aber das dauert nur einige Sekunden lang. Deshalb müsste man langsam diesen Weg angehen. Zum anderen, weil ihr euch hier schon alle versammelt habt, heißt es, ihr habt eine bestimmte Verbindung zu Yoga. In der Kali Yuga, in der Zeit, die heute herrscht, in diesen nicht so guten, aus menschlicher Sicht, Energien, ist es überhaupt schwer, dass man an solche Praktiken trifft
Und dass man sich in so einer Gemeinschaft zusammenfindet. Weil ihr wisst, 90% der Bevölkerung, denen sind ja, Bars, Diskotheken und andere Sachen Vergnügen viel lieber, als an sich selbst zu arbeiten. Deshalb heißt es, dass jeder von euch diese Verbindung irgendwo aus den früheren Leben schon mitgebracht hat. Das heißt nicht, dass ihr das gleiche Yoga und die gleichen Asanas und die gleichen Praktiken gemacht habt. Es kann sein, dass ihr bestimmte tiefen Praktiken, bestimmte Meditationen, dass ihr in den früheren Leben schon an euch gearbeitet habt. Deshalb zieht es euch an und deshalb seid ihr auch hier. Ansonsten, wenn ihr das aus den früheren Leben nicht mitgebracht hättet, wäre es für euch ganz uninteressant und ihr werdet jetzt irgendwo, meinetwegen beim Einkaufen oder bei Freunden oder bei einem Glas Bier oder was weiß ich, woanders. Weil es jetzt so ist, dass ihr in Yoga auch bestimmte Erfolge erreichen wollt und hier auch praktiziert, ist es natürlich interessant für euch, dass ihr ziemlich schnell vorankommt. Man kann, jetzt wenn man jetzt 10 Jahres Spielraum betrachtet, man kann ins Yoga einsteigen und so ziemlich alle 10 Jahre auf dem gleichen Level bleiben. Wenn ihr schnell vorankommen wollt, ist eine der Möglichkeiten für euch, für eure eigene Praxis, ist eben das Unterrichten. Weil wenn ihr das, was ihr kennt, an andere Leute weitergibt und weitergeben müsst ihr auch, weil die Leute kommen zu euch, ihr habt eine bestimmte Gruppe, ihr müsst unterrichten, müsst ihr ein bestimmtes Niveau auch für euch aufbauen. Energetisch, auch vom Wissen her und von einer bestimmten inneren Härte auch hier. Weil dann gibt es auch sowas nicht, ich bin jetzt krank oder ich mag jetzt nicht. Es das heißt, morgen kommen die Leute, morgen habe ich ein Seminar oder morgen habe ich Unterricht. Ich muss jetzt selber praktizieren, weil sonst kann ich den Leuten nicht geben. Also das ist, wenn man das jetzt aus egoistischer Sicht betrachten würde, ist eine sehr gute Methode der Unterricht der anderen Leute, um selber schnell voranzukommen. Ihr müsst bestimmte Bücher studieren, ihr müsst Wissen sammeln, ihr müsst den Leuten bestimmte Sachen erklären können und hält so euer eigenes Wissen und eure eigenen Kenntnisse auf einem sehr guten Standard, sozusagen ziemlich weit oben. Okay, zu diesem ersten Teil vielleicht schon mal Fragen von euch. Ist etwas vielleicht nicht so ganz klar oder soll man auf etwas noch mehr eingehen? Ich denke, die ersten Grundzüge sind so verständlich. Weil man jetzt zusätzlich vom Karma spricht, was ich schon angesprochen habe mit der Arbeit und mit den Sachen, wo ihr seid, gibt es als eine Richtlinie Folgendes: Wenn ihr mit jemandem in Wechselwirkung steht oder für jemand arbeitet, heißt es, entweder ist es eure Vergangenheit oder es ist eure Zukunft. Wenn ihr jetzt zum Beispiel für irgendeinen Menschen Flaschen produziert, heißt es, in Zukunft wird er für euch diese Flaschen produzieren. Oder ihr habt sie schon mal für jemand in eurer Vergangenheit, in den vergangenen Leben produziert. So ist euer tatsächlicher Zustand im Geraden. Entweder ihr schafft Karma für eure zukünftige Welt oder ihr arbeitet Karma ab, was ihr früher schon für andere Leute geleistet habt. Ein gutes Beispiel ist auch folgende, was man betrachten könnte oder müsste. Jeder von euch lebt in einem Haus, das jemand gebaut hat. Diese ganzen Installationen hat auch jemand zurechtgelegt und ausgeführt. Jemand versorgt euch mit Strom, jemand baut für euch die Nahrung an und lebt. Natürlich gibt ihr dafür auch Geld aus. Aber die Dienstleistungen, die die Menschen von der Energie hier auch bringen, wird auch vom Geld oft, also da gibt es diese ja, Rückzahlung, wenn man jetzt energetisch da sagt, oft nicht. Und weil die Leute für euch schon diesen Platz zum Leben und diesen warmen Raum bieten, heißt es, ihr müsst in Zukunft auch diesen Leuten etwas zurückgeben an Energie und im Idealfall an Wissen. Es ist nichts irgendwie durch Zufall und alles ist miteinander verbunden, müsste man so verstehen. Und wenn ihr in diesem Fall, wo Leute euch mit einer Wohnung versorgen, mit der Heizung, mit Strom versorgen, zusätzlich degradiert, sage ich mal so, mit einer Bierflasche irgendwo sitzt, dann schadet es den anderen Leuten, die für euch diesen Raum geschafft haben. Wenn ihr in dieser Zeit, wo die anderen Leute, sage ich mal, für euch arbeiten und Häuser bauen und Strom erzeugen, Yoga praktiziert und euch nach vorne bringt, heißt es, ihr bringt den anderen Leuten auch wohl, die euch diese Dienstleistungen bieten.
Und fair und gerecht wäre es auch daran zu denken und an die anderen Leute zu denken und das Beste aus sich zu machen und sich nach vorne kultivieren, sich weiterzuentwickeln, damit es alles in seinem Maß bleibt. Ansonsten, wenn ihr diese Energie den Leuten nicht zurückgibt, soll man sagen, das Universum wird euch zwingen, euch die Energien an die Leute zurückzugeben. Das heißt, ihr werdet irgendwann mal nicht diese schönen, ja, Häuser, Wohnungen und fließendes Wasser und Strom haben, sondern wird es auch einmal ganz schwer haben, wenn ihr euch dafür nicht bedankt in dem Sinne vom richtigen Leben, dass ihr aufrichtig seid und vieles euch, was euch gegeben ist, auch zurückzugeben versucht und es auch macht. Man muss auch verstehen, wenn man jetzt selber Dienstleistung an die Leute ja nicht mehr verteilt oder ausübt, auf welchem Energiezentrum das ist. Ich habe jetzt mein Bild nicht dabei, aber ich erkläre das so ganz grob. Wenn man jetzt für andere Leute gutes Essen zubereitet, ist es ja auch eine Dienstleistung. Man macht den Menschen, ist eine Frage. Nee. Wenn man jetzt solche Dienstleistungen den Menschen bietet, dann tauscht man Energie aus in der feinstofflichen Welt, heißt es. Das Essen, wenn man hier richtet, ist das Verlust von Energie auf dem Manipura-Chakra. Das heißt, wenn ich für jemanden ein gutes Essen gekocht habe und für 100 Leute gefüttert habe, das Essen selber und der Geschmack, das lässt die Leute etwas Energie an dem Manipura-Chakra verlieren. Und demzufolge werden für mich dann bestimmte Situationen auch geschaffen, wo ich gezwungen bin, diese Energie auf Manipura-Chakra zu verlieren. Der Mensch wird dann abhängig vom Kühlschrank sein, er wird weinen, aber trotzdem das Essen in sich hineinlegen und wird nichts dagegen machen können. Er kommt da gar nicht aus, weil diese Energien zu ihm zurückkommen. Das hat den Grund, man kann schon Leute füttern, aber man muss lernen, mit diesen Energien zu arbeiten. Wenn es schon zu spät ist, wenn man nicht rechtzeitig diese Energien umgesetzt hat, die kommen dann zu einem zurück und lassen dann einen nicht in Ruhe. Das ist nur ein Beispiel mit dem Essen. Wenn man jetzt Alkohol ausschenkt und verkauft, heißt es, wird man im früheren Leben auch Alkoholiker und man muss jedes Glas selber austrinken, was man den anderen Leuten verkauft hat. Weil die haben dadurch Lebensenergie verloren, Kraft verloren, jetzt auf der unteren, auf einer untergesetzten Chakra, auf das Svadhisthana Chakra. Und man wird gezwungen, diese An Energie, was man den anderen Leuten provoziert hat, zum Verlieren, wird man selber da ständig da provoziert, um da die Energie zu verlieren. Und ihr wisst vielleicht selber alle, wenn ihr erwachsene Leute seid, mit Leuten, die wo abhängig sind, ist es sehr, sehr schwer zu sprechen, sehr, sehr schwer zu arbeiten. Die scheinen auch alles zu verstehen, aber können selber nichts machen und hängen dann an der Flasche oder an noch schlimmeren Sachen. Wenn ihr Wissen verbreitet, dann sind es schon die höher gestellten Chakren und ihr tauscht mit den Leuten die Energie auf höheren Ebenen aus. Also von Effektivität des Lebens oder der Karma-Ansammlung ist die Verteilung des Wissens am effektivsten. Es gibt auch solche Sprüche oder Leitsätze, egal in welche Welt ihr reinkarniert oder wiedergeboren wird. Das Essen, das kann gut oder das kann schlecht sein, aber wenn man es gegessen hat, dann ist das Essen weg. Dann muss man schon wieder jemanden fragen oder bitten, bis man das nächste Essen bekommt. Wenn man Weisheit hat, also Weisheit ist schon kultiviertes Wissen und wie man so aus Milch die Sahne abschöpft, ist die Weisheit die Sahne aus dem Wissen, was man hat. Und wenn man viel Wissen hat, heißt es, egal in welcher Welt, auch wenn diese Welt ganz schlecht ist, reinkarniert, kann man mit dieser Weisheit sich aus jedem Schlamassel rausholen. Also kommt man überall zur Welt, sei die Welt gut oder sei die Welt schlecht. Deshalb ist es positiv und auch eine der Motivationen, mit den Leuten Wissen und Weisheit zu teilen, weil man für sich dann dieses Karma aufbaut, wenn man selber irgendwann in einer brenzlichen Lage ist, von der Wiedergeburt her, bekommt man dieses Wissen oder hat man dieses Potenzial, ein bestimmtes Wissen zu bekommen. Wenn wir ein Beispiel nehmen, um es besser zu verstehen, ihr erklärt jemanden in dieser Welt, dass das Fleischessen nicht gut ist und nicht gesund ist. Ihr habt diesen Impuls angesammelt und trägt ihn immer mit euch. Ihr habt jemandem geholfen, sich von bestimmten schlechten Begierden zu lösen. Wenn ihr dann reinkarniert und die Welt ist nicht so positiv, wie
sie sein könnte. Und man fängt euch auch von der Kindheit an mit Fleisch zu füttern, weil die Bevölkerung um euch, sage ich mal, auf diesem bestimmten Standard ist. Und ihr werdet auch so erzogen, ihr kommt da gar nicht aus und isst Fleisch. Habt ihr diesen Impuls nicht gesammelt, dann kommt auch dieser Mensch nicht zu euch und sagt es euch nicht und wird euch nicht erwecken und sagt euch nicht, hör mal, das ist nicht so gut und gibt euch vielleicht ein Buch und etwas zum Lesen und ihr werdet nicht diesen Sprung nach vorne machen. Wenn ihr das mit den Leuten in den früheren Leben geteilt habt, heißt es auch, wenn ihr in einer schlechten Verfassung auf die Welt kommt, wird irgendeine Person erscheinen oder in euer Leben treten und euch sagen, hör mal, es gibt auch andere Arten, sich zu ernähren. Es gibt viel gesündere Denk- und Lebensweisen, als ihr sie jetzt schon habt. Also dieses Prinzip, denke ich, ist auch verstanden. So ist es nicht nur mit Essen, sondern mit allen anderen Sachen. Also ist es gut und positiv, vor allem in der heutigen Welt, der Gesellschaft so zu dienen, dass man Wissen teilt und Wissen weitergibt, um eben für sich so ein Polster für die Zukunft aufzubauen. Der nächste Punkt ist folgender: Wenn man betrachtet oder verstehen möchte, warum, dass wir eigentlich überhaupt alle hier sind, das ist eins der wichtigsten Fragen, und wer wir eigentlich sind, könnte man diesen Ansatz wagen, dass wir alle der eine kleine Tropfen des göttlichen Ozeans sind und wir sind darum alle da, um uns weiterzuentwickeln. Also die Schöpfung oder der Gott selber, bei dem geht es auch um nichts anderes als bei jedem Einzelnen von uns. Bei dem geht es darum, sich selber zu erkennen, sich selbst zu verwirklichen, zu entwickeln und sich selbst zu perfektionieren. Und so ist es bei jedem von uns, dass wir auch schrittweise dieser kleine Tropfen sich auch sich selbst entwickelt, evolutioniert und Selbsterkenntnis betreibt und praktiziert. Natürlich gibt es dann, wenn einer dieser Tropfen aufgewacht ist und an sich selber arbeitet, gibt es noch viele, viele Tropfen, die, wie ich schon sagte, von der Eigenschaft das gleiche wie er ist. Bloß vielleicht scheint die Sonne auf den Tropfen anders und dieser Tropfen reflektiert gelbe Farbe, der andere Tropfen reflektiert grüne Farbe. Deshalb scheinen sie anders zu sein. Aber im Grunde genommen im Inneren sind wir alle gleich. Könnte man das auch beschleunigen, dass man diesen Ansatz nimmt, dass alles kultiviert werden muss und alles sich weiterentwickeln muss, hilft jeder kleine Tropfen, den Tropfen, die sich um ihn herum befinden, auch schneller voranzukommen. Und so ist es eigentlich auch dem göttlichen Spiel geholfen, sich schneller und besser zu erkennen, wenn wir anderen Leuten helfen, sich selber und besser zu erkennen. Also in diesem Sinn hat diese Evolution, also die geistige Evolution, hat viel mehr davon und geschieht schneller, wenn man das nicht nur für sich selbst macht, sondern auch den anderen die Chance und die Möglichkeit bietet, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Es ist als Yoga-Lehrer natürlich ideal, weil die Leute kommen zu euch in die Stunde und zudem, dass sie ihnen ein paar Übungen zeigt und sie den Körper kultivieren, könnt ihr den Leuten auch was erzählen. Sie müssen nicht immer mit Fragen kommen. Manchmal erzählt ihr auch während der Stunde etwas, angefangen, wenn die Leute noch ja, Beginnende sind, von kleinen physischen Aspekten, körperlichen Aspekten, die sich im Körper verändern, was sich gesundheitlich verbessert. Und später, wenn man das Gespür für den Raum oder wenn man das Gespür für die Leute entwickelt, es dauert ein paar Jahre, aber das kommt auf alle Fälle. Spürt man, welches Wissen, wann man den Leuten vermitteln muss und spürt man, was man den Leuten erzählen muss. Oft ist es so, dass das eigene Ego sagt, ich weiß, was Gutes, ich weiß, was Tolles, ich will es mit jedem mitteilen. Aber es ist bei weitem nicht so, dass die Menschen aufnahmefähig und bereit sind, diese Sachen aufzunehmen. Und durch dieses Gespür, was man dann mit den Jahren entwickelt, weiß man, sagt man es dem Menschen, sagt man es dem Menschen in einer vereinfachten Form oder lässt man es sein? Manchmal ist es besser, es auch sein zu lassen, den Menschen das nicht zu sagen. Die Entwicklung und die Lektionen verlaufen viel besser und effektiver, wenn man den Menschen in eine Situation stellt und ihm eine Situation bietet, wo er sich entwickeln kann. Durch Wörter, durch das gute Zureden entwickelt sich der Mensch kaum und nur die
Klügsten und intelligentesten Leute können von den Fehlern der anderen lernen. Die meisten von uns, wie auch ich eingeschlossen, müssen durch eigene Fehler lernen und selber ab und zu mal einen auf den Deckel bekommen, um voranzukommen und voranzugehen. Das Gespür kommt nicht gleich, wie ich schon sagte, nach und nach. Und ihr werdet nach und nach die Leute so scannen lernen oder scannen lernen müssen, auf welcher Ebene sich die Energie des Menschen befindet. Und je nachdem, bei einer gleichen Frage von drei Menschen, die Frage ist gleich, werdet ihr jedem die einzelne drei verschiedenen Antworten geben müssen. Also das passiert dann nach 3, 4, 5 Jahren, wenn man jetzt diesen Weg geht und die Leute dann oder den Leuten hilft, sich weiterzuentwickeln, weiter nach vorne zu kommen. Das waren so einige Punkte, warum man Yoga-Lehrer werden sollte. Wie es von der finanziellen Sicht ausschaut, natürlich werdet ihr in den ersten Jahren nicht davon leben können. Das ist ganz klar. Ihr seid denn, ihr schreibt euch irgendwo in ein großes Fitnessstudio ein oder in einen großen Yoga-Club, wo sie euch die Leute bieten oder große Gruppen vor euch hinstellen oder euch vor die Gruppen hinstellen. Aber die Erfahrung zeigt, dass sowas sehr, sehr schnell zu Ende geht. Also maximal würdet ihr sowas 2 Jahre aushalten und danach ist der Yoga-Lehrer so ausgebrannt, dass er von Yoga auch nichts mehr wissen und nichts mehr hören möchte. Am besten dieser Weg langsam anzustreben und langsam zu gehen. Und am besten ist es so, dass ihr euch nebenbei noch eine Stütze schafft oder die alte Stütze, ich meine Arbeit oder Verdienst, nicht beiseite schiebt und nicht beiseite legt, sondern es so anfängt, dass ihr einmal pro Woche vielleicht unterrichtet und dann nach einem halben Jahr 2-mal pro Woche unterrichtet. Also man muss da nichts überstürzen. Am Anfang ist der Enthusiasmus schon da, aber der Enthusiasmus kann ab und zu auch den Menschen zu kleinen Fehlern verleiten oder zu sagen, der möchte viel zu schnell alles machen und dieses viel zu schnell, wie es im russischen Sprichwort heißt, du hast dich beeilt, du hast die Leute zum Lachen gebracht. Also man muss schon, viele Sachen müsste man 2, 3 und 4 Mal überdenken. Und so kommen wir langsam jetzt zu den Tipps, die ich ansprechen wollte, was für angehende Yoga-Lehrer vielleicht interessant wäre zu wissen, wenn man jetzt noch gar keine Gruppe unterrichtet hat, womit man anfangen sollte. Den ersten Punkt habe ich schon angesprochen, dass ihr von einer Seite schon finanziert seid, Arbeit habt oder jemand habt, der euch finanziert, ein Lebenspartner. Bei Frauen ist dieser Weg natürlich leichter. Wenn man jetzt Deutschland vor allem beobachtet, sind überwiegend Frauen, die Yoga unterrichten, aus dem Grund, weil der Mann in die Arbeit geht und den Haushalt unterhält und die Frau kann jetzt auf einer Minijob-Basis oder auf Teilzeit oder meinetwegen ein paar Mal in der Woche unterrichten. Wenn man selber den eigenen Haushalt finanziert und selber für Miete und alles andere aufkommen muss, sind natürlich diese 2, 3 Mal viel, viel, viel zu wenig. Da schafft man nicht mal die Miete zu bezahlen. Da müsste man schon viel mehr unterrichten. Deshalb sucht man für sich einen Ausweg dafür und versucht das zu staffeln. Bei mir war es so, Gott sei Dank hat sich es so ergeben, dass ich als Karate-Lehrer angefangen habe oder habe unterrichten dürfen. Die eigene Energie, die man dann hat als Yoga-Lehrer, sollte, wenn ihr dann zusätzlich noch arbeitet, sich nicht zu sehr unterscheiden, nicht zu sehr wechselwirken. Von der Kampfkunst ist es, sage ich mal, ähnlich zum Yoga, weil man trainiert da auch seinen Körper, man arbeitet da mit den Leuten. Man hat nicht so viele schädliche Energien um sich herum. Wenn ich angenommen aus einer schädlichen Fabrik, wo man Chemikalien herstellt und die ganze Zeit schreckliche Leute um einen herum hat, die aggressiv sind und die depressiv sind und das auf einen alles abwälzen, wenn man nach 8 Stunden solcher Arbeit Yoga unterrichten möchte, denke ich, wird nicht viel dabei herauskommen. Weil die Leute müssen von euch auch bestimmte Energien bekommen, die kommen gerade wegen euch, wegen eurer Anstellung und wegen diesen Energien. Und eure zusätzliche Stütze oder das, was Yoga eigentlich trägt, müsste energetisch ähnlich, in ähnlicher Weise sein, also wie der eigentliche Yoga-Unterricht. Bei vielen Leuten ist es so, dass sie dann in bestimmte
Fragen kommen, dass die vor bestimmten Problemen gestellt werden, weil die Arbeit oder der Arbeitgeber es nicht zulässt, dass man jetzt irgendwie sich entwickelt oder voranschreitet oder unterrichtet. Der gibt euch keinen Urlaub oder freie Zeit, um bestimmte Kurse, Seminare zu besuchen oder Lehrveranstaltungen zu besuchen. Dann müsste man sich schon überlegen, ob man die Arbeit nicht wechseln sollte oder sich nicht was anderes suchen sollte. Am besten ist so eine Arbeit zu suchen, wo ihr flexibel seid. Ich spreche vom Idealfall. Das wird natürlich nicht von allen klappen. Und das ist schon ein großes Wunder, dass es bei mir so geklappt hat. Ich konnte meine Wochenzeiten in der Arbeit selber staffeln. Und ich konnte bei 30 angefangen, auf 25, 20, auf 12 runtergehen, so schrittweise. Ohne bestimmte Probleme mit dem Chef zu bekommen, ohne bestimmte finanziellen Probleme zu bekommen. Und so habe ich Schritt für Schritt das Yoga aufgebaut und nach diesen eigenen Raum vergrößert und die Leute vergrößert, die jetzt meine Kurse besuchen. Je länger man sich auf einer Position befindet, wenn es eine Arbeitsstelle ist, desto schwerer ist es natürlich für den Mensch etwas zu ändern. Man ist schon so reingefahren in die Gleise und wer in Zug schlecht eine Kurve fahren kann, ist es bei Menschen auch oft so, wenn er karmisch in diesem Rahmen sich befindet, kann er keine Kehrtwende machen, kann er nicht mal nach links oder rechts ausweichen, der muss erstmal nach vorne fahren, bis er zum Stillstand kommt. Man müsste da schon eigene Kompromisse, einige Kompromisse wagen, man müsste schon bestimmte Risiken eingehen. Aber aus meinen ja, 3-, 4-, 5-jährigen Erfahrungen habe ich mittlerweile festgestellt, wenn ihr euch in so einer brenzlichen Situation oder einer riskanten Situation dennoch für Yoga entscheidet, wird es schon die bessere Entscheidung sein und die positiven Kräfte des Universums werden euch helfen und werden diese Entscheidung bejahen und euch dabei unterstützen, diese Entscheidung. Also ihr, da wird schon nicht viel verloren gehen, wenn ihr irgendwie einen Job schmeißt oder sagt, ich gehe jetzt Teilzeit und verdiene weniger Geld. Das Universum wird schon schauen, dass es euch gut geht, weil ihr eben dem Universum hilft, sich weiterzuentwickeln. Es geht eben darum, was ich schon sagte, dass einer Tropfen die anderen vielen Tropfen auch reinmacht. So ist vielleicht auch ein guter Ausdruck. Ja, nach und nach kann das funktionieren. Den anderen Punkt, was ich noch angesprochen habe, ist diese innere Härte und Standhaftigkeit. Ich kenne zum Beispiel viele Leute in Deutschland, die bei unserem Club oder beim Club von André Wirber eine Yoga-Ausbildung gemacht haben. Zwar, manche haben es nicht bis zur Prüfung durchgehalten und durchgestanden. Manche haben die Ausbildung gemacht, aber haben sich jetzt nicht auf dem Weg verfestigt, weil einfach bestimmte Charakterzüge fehlen. Es ist manchmal auch zum Guten, dass man bestimmte Lebensschwierigkeiten durchlebt. Bestimmte Stresssituationen, bestimmte ja, Traumen vielleicht eher weniger, aber dass man schon hart durch das Leben gezogen wird. Es kann einem Menschen auch diese Härte oder die nötige Härte geben, dann auf diesem Weg zu bleiben. Am Anfang kann es vielleicht romantisch oder schön erscheinen, einige schöne Übungen auf der Yogamatte den anderen Leuten zu zeigen und etwas Schönes zu erzählen. Aber der Hintergrund ist auch oft nicht sehr schön und nicht so leicht. Man muss sich schon anstrengen, man muss sehr viel Kraft und sehr viel Energie da rein investieren, um auf diesen Weg zu bleiben. Man kann so sagen, das ist eins der schwierigeren, aber in anderer Sichtweise ist es einer der interessanteren Wege, den man anstreben kann. Am Anfang ist es schwer, man hat finanzielle Probleme und je weiter man sich entwickelt, hat man andere Probleme. Die sind jetzt weniger von finanzieller Natur, sondern mehr von ethischer Natur, mehr von Natur von ja, Fairness, Zusammenspielen und Zusammenleben von Leuten und bestimmte tiefere geistigen Fragen. Solche Fragen, wie ich schon angesprochen habe, soll ich nach links gehen oder nach rechts gehen? Für was soll ich mich entscheiden? Sehr, sehr wichtig ist es für euch zu verstehen, wenn sich für euch eine Möglichkeit bietet, zum Beispiel für ein Seminar zu fahren und ihr habt dann als Alternative angenommen einen Geburtstag von einem Freund und ihr entscheidet euch, wenn ihr jetzt diese Möglichkeit hattet, euch weiterzuentwickeln bei dem Seminar, ihr entscheidet euch für den Stillstand oder für Degradation bei einer Geburtstagsfeier mit Alkohol,
ist es höchstwahrscheinlich so, dass ihr, bis ihr wieder diese Möglichkeit bekommt, das können sehr viele Monate, wenn nicht Jahre vergehen oder sehr viele Leben vergehen, bis ihr wieder diese Möglichkeit bekommt, euch weiterzuentwickeln. Wenn ihr dann im Gegenzug euch entscheidet, zu diesem Seminar zu fahren, also bei dem anderen Beispiel war es so, dass die Grenzen alle zugehen und ihr habt keine Möglichkeit mehr. Wenn ihr euch für ein Seminar entscheidet oder für eine Weiterbildung entscheidet, werden sich im Nachhinein wie bei einem Baum Äste noch mehr Wege öffnen und noch mehr Entscheidungen euch bieten, wo ihr dann auch nach links und nach rechts gehen könnt. Also motiviere ich euch in diesem Sinn auch solche Möglichkeiten anzunehmen und auf bestimmte Sachen dafür zu verzichten auch. Also es wird, euer Leben wird sehr viel effektiver sein. Nach der Axiome, die auch oft angesprochen habt, wenn ihr Yoga praktiziert, steigert sich euer Wirkungsgrad im Leben. Wenn ihr in der Früh eine halbe Stunde praktiziert, am besten eine Stunde oder zwei Stunden, wird euer ganzer Tag viel effektiver verlaufen. Also euer Wirkungsgrad, was ihr im Leben verarbeiten, arbeiten, umändern, den Leuten helfen könnt, wird um einiges steigern, als wenn ihr in der Früh nichts macht. Also das wissen auch manche Chefs mittlerweile, also von Russland habe ich das so gehört, wenn sie wissen, dass einer Yoga-Praktiker ist, werden sie vorzüglich genommen, weil sie in der Arbeit viel effektiver sind und viel verantwortungsbewusster sind. Das hat auch diesen Hintergrund, wenn ein Mensch nach seiner Arbeit in die Bar geht und ein Bier trinkt, verliert er sehr viel Lebensenergie, wenn er denn welche hatte. Und wenn ein Mensch nach seiner Arbeit geht und Yoga praktiziert, der steigert, kultiviert und sammelt seine Energie. Also und anhand dieser Lebensenergie, anhand dieses Potenzials, ist am nächsten Tag in der Arbeit viel effektiver als einer, der wo dann schlapp nach der Bar mit Kopfschmerzen reinkommt und kann in der Arbeit nicht sehr viel schaffen. Also entsprechend diesen Aussagen ist es so, egal ob ihr Yoga-Lehrer seid oder nicht, ob ihr es werden wollt oder nicht, wenn ihr praktiziert, wird euer Leben sehr viel effektiver. Auch wenn ihr ein eigenes Geschäft habt oder im Leben was anderes schaffen wollt, wird euch das Yoga sehr gut dabei helfen. Auf alle Fälle, das spricht meine Erfahrung, spricht darüber, spricht die Erfahrung von anderen Menschen darüber. Ihr müsst es nicht als Ziel betrachten, das Yoga, sondern als Werkzeug, um etwas zu erreichen. Ihr habt einen Plan. Wenn ihr kein Yoga praktiziert, wird es oft vielleicht viel länger dauern, wenn ihr das Potenzial nicht habt. Manche Leute bringen das Potenzial schon aus früheren Leben. Dann können sie dieses Potenzial ändern und bauen in ihrem Leben was auf. Wenn man das Potenzial nicht hat, könnte man das mit Yoga unterstützen und auch sehr viel schneller zum Ziel kommen. Wenn man kein Yoga praktiziert, sondern seltsame Einrichtungen besucht, wird man sehr, sehr viel länger brauchen, um diesen Plan zu erreichen. Vielleicht wird es gar nicht klappen und es wird alles schief gehen, wie es auch oft im Leben der Fall ist. Okay, andere Punkte, wie man das angehen sollte. Angenommen, ihr habt schon ein halbes Jahr oder ein Jahr selber Hatha-Yoga unterrichtet, nein, nicht unterrichtet, Entschuldigung. Angenommen, ihr habt schon selber Erfahrung gesammelt und ihr wollt unterrichten. Natürlich ist jeder am Anfang ein bisschen scheu und schüchtern und unerfahren, unsicher, dass er jetzt vor einer Gruppe stehen soll und irgendwelche Sachen vorne zeigen soll. Ein Tipp könnte dabei sein, man holt sich 3, 4, 5 Freunde und sagt, ja, lass uns mal irgendwo draußen im Sommer ein bisschen Yoga praktizieren oder ich habe jetzt einen großen Raum oder ein großes Wohnzimmer, lasst uns ein bisschen Yoga machen. Einfach ohne Geld dafür zu bekommen, so zum Spaß. Ihr könnt dabei auch Fehler machen, ihr seid keinem was schuldig, ihr müsst euch vor gar nichts verantworten, wenn es eure Freunde sind. So war es bei mir auch zum ersten Mal. Wir haben uns zu einer slawischen Neujahrsveranstaltung damals getroffen, 2012. Und da ich schon sehr effektiv und sehr oft praktiziert habe, habe ich das schon gespürt, dass ich bei dieser Veranstaltung eine Hatha-Yoga-Stunde geben muss. Habe den Leuten noch nichts darüber gesagt, habe mich extra dafür vorbereitet, habe einen Yoga-Komplex auswendig gelernt. Und bei dieser Feier, wir waren dann 7 oder 10 Leute, nicht mehr. Und von denen sind 5 in der Früh gekommen, soweit ich weiß, 4 oder 5 sind in der Früh gekommen
Und wir haben zusammen diesen, was ich auswendig gelernt habe, diesen Hatha-Yoga-Komplex praktiziert. Das war sozusagen meine erste Stunde mit Freunden. Hat allen Spaß gemacht und der Einstieg war damit geschaffen. Und nach, wenn ihr mehr Energie aufbaut, wenn ihr mehr eigene Erfahrung im Yoga habt, wird ihr automatisch mehr Leute anziehen. Natürlich kann man das als ein Produkt verkaufen, wenn man sagt, ich habe jetzt irgendwo was genommen und ohne eigene Erfahrung gebe ich das einfach so wieder, wie ich das gesehen habe, auf einem Bild oder im Fernsehen oder was weiß ich wo, dann wird es auch ein Produkt bleiben. Es wird kein Yoga bleiben und es wird keinen energetischen Hintergrund haben. Das hat mit im Kampfkunst ist es das gleiche System. Zum Beispiel kommt ein neuer, junger Kampfkunstlehrer herein und der kann alle super Tricks und alle Techniken und der kann alles andere, was andere nicht können und ist top motiviert und macht mit der Gruppe diese Kampfkunsteinheit. Vielleicht wird es manchen Spaß machen, manchen wird es vielleicht keinen Spaß machen, weil sie das nicht mal können, was hier so gut da vorne macht und so toll macht. Und sie nehmen nicht so viel mit. Das andere Beispiel, es kommt ein alter Meister, der wo das schon 50 Jahre praktiziert und macht einfach nur Basics, ganz einfache Standardübungen, ganz leichte, die wo jeder kapiert, die wo jeder schon auch oft 100 Mal gemacht hat. Aber weil ihr in diesen Basics schon diese 50-jährige Erfahrung habt, weil ihr das schon 1000 und 10.000 Mal selber gemacht habt, wird er diese Erfahrung an euch weitergeben und es wird euch viel mehr Spaß machen, als irgendwelche super schweren Tricks da auszuführen. Im Yoga ist es auch einfach das gleiche Prinzip. Wenn ihr diese Asanas 100 Mal gemacht habt, werdet ihr, sage ich mal, 10 Leute anziehen. Wenn ihr die Asanas 1000 Mal gemacht habt, werdet ihr ja 50 bis 100 Leute anziehen. Und so ist es immer mehr mit eurer eigenen Erfahrung, steigert sich euer Energiepotenzial, welches dann die Leute zu euch anziehen wird, dann mit der Zeit. Okay, was haben wir noch? Also würde das ab und zu reichen am Anfang, wenn ihr das mit Freunden oder den Freunden unterrichtet, oder Familie, Verwandten oder auch gegenseitig einmal, wenn ihr eine kleine Gruppe seid, eine kleine Freundschaftskreis aus 5 Leuten, dass jeder mal eine Yogastunde gibt. Das kann auch mal lustig sein, wenn man jetzt über die eigenen Fehler lacht, indem man sie auch dann später verbessert. Wir haben ja schon letztes Jahr im Sommercamp ausgesprochen, mittlerweile auch ausgeschrieben, dass wir dann von unserer Schule, von unserer Richtung hier auch auf Deutsch eine Ausbildung, veranstalten werden, weil wir eben dieses Konzept und dieses Programm auch an die Leute weitergeben wollen. Zum einen hört sich das wie Werbung an, klar ist es auch Werbung dabei. Zum anderen, wenn wir den Zustand der Gesellschaft heute betrachten und den Zustand der Welt heute betrachten, wir stehen in vielen Dingen wie Ökologie, Demografie und anderen Sachen in Sackgassen. Und wenn es weiter so geht, dann gibt es uns nach 100 Jahren nicht mehr und die ganze Welt auch, dann ist hier nur eine Wüste. Also müssen wir zusammen was machen. Zum einen ist es Werbung, wie ich schon sagte, zum andererseits würde es vielleicht ein bisschen komisch klingen, wenn ich sage, es sollen mehr Yoga-Lehrer, also man würde sich dann seine eigene Konkurrenz schaffen. Also von der Sicht des Kapitalismus ist es nicht effektiv, man würde es nicht machen. Aus der Sicht des Yoga ist es besser und viel effektiver, je mehr Yoga-Lehrer es gibt, desto besser wird es der ganzen Gesellschaft gehen. Aus diesen Gründen, die ich jetzt vorhin angesprochen habe, natürlich braucht ihr immer eine Gemeinschaft. Leute, die euch unterstützen, weil ihr seid alle soziale Menschen, ihr lebt in einem Umfeld mit Familie, Arbeit und nicht alle Menschen sind mit euch gleicher Meinung, nicht alle Menschen verstehen euch. Deshalb braucht ihr einfach Gleichgesinnte, wie man sie nennt. Deshalb braucht ihr einfach Leute, mit denen ihr zusammen praktizieren könnt, die euch mit ihrer Energie auch unterstützen. Alleine zu praktizieren ist es wirklich sehr schwer, da braucht man bestimmte Hartnäckigkeit und bestimmtes Potenzial, dass man es schafft, alleine zu praktizieren. Mit Freunden ist es einfach leichter. Auch wenn es die Mantra Om ist, wenn es Hatha Yoga ist und Asanas ist, trefft euch mit den Freunden, macht was zusammen, es wird auch eine gute und sehr effektive Stütze für euch sein. Weil die Gemeinschaft baut viel mehr Energie auf und diese Energie, die Gemeinschaft aufbaut,
wird euch allen dann helfen, auf diesem Weg zu bleiben und auf diesem Weg weiterzugehen. Für Leute, die jetzt schon Yoga-Lehrer sind oder so anfangen zu unterrichten, auch wenn es nur im Freundeskreis ist, so hobbymäßig, ist es auch zu empfehlen, dass ihr euch nur mit Yoga-Lehrern trifft, dass die Yoga-Lehrer unter sich einmal nur praktizieren und diese Energie nur unter Yoga-Lehrern aufbauen. Weil die unterscheiden sich auch schon vom Energielevel etwas, ein Yoga-Lehrer von seiner Gruppe und von den Leuten, die kein Yoga praktizieren. Um bestimmte Energien zu konvertieren. Weil wichtige Aspekte, die ich nicht angesprochen habe, das ist vielleicht schon der zweite Teil, der irgendwann vielleicht mal kommt, diese Lektion, es geht um Energieaustausch von euch und eurer Gruppe. Die Leute kommen zu euch, nicht weil ihr hübsch ausschaut oder so, manche schon, aber das sind die falschen Leute. Solche Leute möchte man eher nicht haben. Die Leute kommen zu euch, die mit euch Energie austauschen wollen auf ihrer unbewussten Basis. Spüren sie, dass ihr was habt, was andere Leute nicht haben. Was ihr Chef nicht hat, was ihre Freunde nicht haben, in der Familie keiner hat. Und dann gehen sie zu euch, um mit euch gemeinsam zu praktizieren. Und der Yoga-Lehrer gibt dieser Gruppe, jedem, entsprechend ein bisschen von seiner Energie ab und muss sie zu Hause dann konvertieren, muss sie zu Hause wieder aufbauen. Und weil die Yoga-Lehrer diese bestimmte Belastung haben und es nicht immer schaffen, diese Energie wieder aufzubauen oder zu kultivieren, brauchen sie auch ab und zu effektivere Retreats oder Seminare oder Versammlungen nur unter Yoga-Lehrern, um nur mit denen zu praktizieren, um gemeinsam diese Energien umzuwandeln, um zu konvertieren. Ist auch ein Tipp, weil viele Yoga-Lehrer vor allem in den letzten 3 Jahren erleben große Schwierigkeiten von der Energie her, weil die Energien sind so, die ziehen sie aus diesem Bereich und aus ihrem Leben wieder zurück und wollen sie in das alte Leben zurückziehen. Die Energien können durch Verwandte wirken, durch die Arbeit, durch den Chef, durch die Finanzen, durch alle möglichen sozusagen Lagen und Funktionen, wie die Realität auf uns wirkt, wird sie auch versuchen zu wirken, und wenn man irgendwo einen falschen Schritt zur Seite macht, schon ist man heraus, und bis man wieder reinkommt, kann es sehr, sehr viele Jahre dauern, wenn es überhaupt passieren kann. Deshalb muss man hier bewusst und immer aufmerksam bleiben, und oft helfen auch richtige Entscheidungen, oft helfen auch Freunde, die wo diese Erfahrungen schon haben, die mit euch diese ersten Erfahrungen des Yoga-Lehrers teilen können. Wenn ihr von jemandem etwas lernen wollt, ich meine jetzt nicht mich, ihr müsst Leute suchen, die wo eine Erfahrung schon darin haben. Das gleiche, wenn ich jetzt ein Zimmerer werden möchte, gehe ich zum besten Zimmerer, weil er die beste Erfahrung hat. Wenn ich jetzt Ballett tanzen möchte, gehe ich in die beste Ballettschule. Egal, was ihr anstrebt zu lernen, sucht Leute mit maximaler Erfahrung in dieser Sache und lernt von diesen Leuten, dann wird ihr auch besser vorankommen und schneller vorankommen. Weil die Erfahrungen, das auf feinstofflicher Ebene passiert das so, wenn man das mit einfachen Wörtern erklärt, der Mensch hat jetzt diese Erfahrung, jetzt ist ein bestimmtes Potenzial von, sage ich mal, 5 Kilo, grob gesagt, die ihr in den letzten 20 Jahren gesammelt habt. Und wenn ihr zu diesem Menschen kommt, der kann euch so ein paar hundert Gramm abgeben von seiner Erfahrung. Und ihr trägt seine Erfahrung in euch und diese Erfahrung hilft euch, etwas zu verwirklichen. Wenn ihr zu jemandem geht, der selber nur 500 Gramm an Erfahrung hat, da kann er praktisch an euch nichts abgeben. Er sagt euch ein paar Wörter, aber die Wörter bleiben leer, ohne diese Energie, ohne diesen Hintergrund. Und euch wird es dann etwas schwerer fallen, das zu verwirklichen und dann dran zu bleiben. Okay, ich spreche weiter von diesem Projekt. Dieser Projekt wird dann im Mai, wenn wir die Gruppe finden, stattfinden, dass wir nach Russland zusammenfahren. Mit den Kosten bin ich noch am Drehen, also das ist etwas mehr, als ich mir das vorgestellt habe am Anfang, aber ich werde es vielleicht versuchen, dass wir die Kosten etwas niedriger halten für euch, dass die Leute sich das auch leisten können, diese Ausbildung zu machen. Es ist wirklich so, dass viele das nur aus dem Grund machen, um für sich selber was zu lernen, ohne die Absicht später zu unterrichten, weil dort wirklich Wissen vermittelt wird, was man nicht
von der Stange bekommt und was man nicht kostenlos bekommt, einfach auch für sich selbst. Ansonsten sprechen wir später über Projekte, die wir heuer bewältigt haben und Projekte für das nächste Jahr sprechen wir dann am Abend heute. Gibt es auch noch ein Gespräch extra über dieses Thema. Wenn noch Fragen bei euch offen geblieben sind oder Fragen in Zukunft auftauchen werden, könnt ihr jederzeit mich anschreiben oder einen von unseren Aktiven, Daniela, Nikita oder Rita, die wir schon Erfahrung haben als Yoga-Lehrer. Und wir werden euch sehr gerne helfen, weil wir auch daran bestrebt sind, dass ihr auch wächst und dass das Yoga auch wächst, dass mehr Menschen zu diesem guten Wissen kommen und mehr Menschen sich zum Positiven ändern. Weil wenn es den anderen besser geht, wird es euch selber dann auch besser gehen. Das ist auch eine sehr, sehr alte und ja, ewige Weisheit sozusagen. Okay, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wir beenden die erste Einheit.